So, und da sind wir zurück zu Final Fantasy 13. Ja, letzte Folge sind wir aus der Arche sozusagen entkommen, haben noch den Bahamut erhalten, beziehungsweise bezwungen, und sind jetzt in Grand Puls. Und jetzt schauen wir mal, was so passiert ist. A world wild and fragile, vibrant and untamed. Grand Pulse. It's a place where lives are ruled by the brutal struggle for survival and the callous and uncaring whim of the Falseer. There is no such thing as mercy. Only a never-ending string of trials that weed out the weak and leave only the strong. Reigns knew the truth. The purpose lying at the heart of all the Falseer's actions. Recalling their lost deity and returning the world to its former glory. People were never anything more than sacrifices. And Cocoon's destruction? It's just a way to wake a sleeping god. But would bringing the Maker back into this world really lead to our salvation? The Maker created Falseer, and they, in their desperation to be reunited with the Maker, created Lassie. And Lassie? I wonder what we'll end up creating. Our future looked bleak, but as long as we could keep our spirits up, we'd find a way to change our fate. Somehow. You were having a dream. A pretty strange dream. Grand Pulse, Terra Cognita. Hey, guys. Have any luck? No sign of anyone else. But we did find plenty of bloodthirsty wildlife and crumbling ruins. Long day? Well, guys. We've run out of places to search around here. Huh. Where's Hope? He's off with the Chocobo, getting supplies. Hello. Hey. You all by yourself? Huh? His brand! What?
We gotta find him. Right. So. Jetzt sind wir erstmal hier im Basislager. Wir müssen einen Hope suchen. Mit dem stimmt anscheinend irgendwas nicht. Aber jetzt tun wir erstmal die Gruppe wechseln. Und, oh Gott. Paradigmen neu anpassen. So, das kann jetzt ein bisschen dauern. So, vielleicht. Nee. So, dann das und dann das. Und was können wir noch machen? So, so, so. Genau. Das sollte erstmal reichen. Kristallpunkte haben wir 0. Halt, keine Karte. Keine Karte, Mann. Elementar. So, jetzt gehen wir erstmal in den Datenlog, weil ein Kapitel 10 jetzt beendet. So, die wahren Absichten der Farsi. Jetzt kann wieder der, wo es interessiert, kann es gerne durchlesen. Das Arcane Residuum. Die Freiheit der Entscheidung. Die Esper Bahamut. Auf nach Grand Puls. So, jetzt sind wir in Kapitel 11. Dann gibt es noch was Neues zu lesen beim Snow und beim Sid Rains. Gut. Na, hopp. So, jetzt speichern wir erstmal ganz kurz. Und zack, speichern erfolgreich. So, jetzt müssen wir erstmal den Snow suchen. Den Hope. Moment, da führt der Zeiger nicht hin. War der nicht hier? Hm. Gut, dann gehen wir mal nach da hinten. Okay, der ist ganz schön weit gelaufen. Toll, wir sind in Grand Puls und die ersten Viecher, was wir sehen, sind Schnecken. Sehr einladend. Erstmal analysieren. So, was haben wir denn da? Eine Alraune. Also die halten ja ganz schön was aus. Yeah. So, das war's. Cool, was 1000 Punkte, das ist ja mal nicht schlecht. Ich werde aber jetzt mal was anderes machen, und zwar werde ich jetzt die Fang als Gruppenführer machen. Weil die jetzt 4 ATB-Balkenabschnitte hat. Und weil die ein besonderes Extra hat, was die Lightning nicht kann. Beziehungsweise schon, aber in einer anderen Art und Weise. So, was haben wir jetzt hier für einen Vanillepudding? Karamellmus. Ja, super. Oh,
Cool, die kann ich aus ihrer Waffe so einen Zweihand Dingsbums Teil machen. Okay, die Waffe ist geil. Pam, pam, pam. Und flieg. Cool, die bringen auch ganz schön viel Kristallpunkte. So, Schnecken und ein Vanillepudding. Ach, die Schnecken mit ihren Lebensdruck sind scheiße. Zack, zack, zack und bam, bam, bam. Ja, die Fang ist super. Eigentlich schon fast mein Lieblingscharakter. Wobei die Leitung auch richtig geil ist. Zack. Bam, bam und flieg und bam. Phosphoröl, interessant. So. Na, wo ist denn das? Der Hope. Der muss doch irgendwo sein. Ach du Scheiße, ist das Ding fett. So, was haben wir denn da für einen Teil? Ein Mix-Mousse. Ach ja, 169.000. Zum Glück hat das Ding ja nicht viel. Los, Vanille, du musst heilen. Hoffentlich bist du besser wieder. Wieder der Hope. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Bam, bam, zack. Alter, das tut wirklich zu pumpen mit Zaubern, das ist ja Wahnsinn. Alter, das Ding kommt gar nicht mehr runter. Bye bye. So. So, was haben wir denn in der Schatzkugel drin? Partisane! Das ist doch eine neue Waffe für die Fang. Bitte lass sie besser sein. Nicht wirklich, aber die legen wir mal an, nur zum Schauen, ob sie, so wie sie optisch ausschaut. So, zwei Vanillemousse. Wow, die sieht doch mal geil aus. Ich finde sie ja auch cool, dass die ganzen Waffen, also jede eine unterschiedliche Sound hat beim Angreifen. Das finde ich auch irgendwie cool. Oh nein. Das macht jetzt nicht das, was ich denke, oder? Puh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, jetzt kommt so ein fettes Mix-Mousse raus. Klar, Chelie. Interessant. Gut, die Waffe ist schön. Also wirklich optisch schön. Aber wir nehmen noch den Gaibolg. Das
Nee, warte, die Klingenlanze. Klingenlanze, die ist da eindeutig ein bisschen besser. So. Und was ich auch wieder machen müsste, wäre zum Beispiel mal die ganzen Waffen ein bisschen upgraden. Bevor ich mich eigentlich die ganze Zeit drücke, weil das ziemlich zeitaufwendig ist. Vielleicht mache ich das mal offscreen irgendwann. Vielleicht, muss ich mal schauen. So, Fliegschätzchen. Und jetzt wieder abfeuern, was geht. Platsch. So. Gut, dann würde ich mal sagen, den Hope, den müsste man auch ein bisschen verdrösten. Den retten wir nächste Folge. So, ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen und dann sehen wir uns gleich wieder zurück zu Final Fantasy. Also, haut's rein, Freunde. Servus.